schauriges Halloween an alle Besucher und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, wie man schon im Hintergrund erkennen kann, halten sich da recht viele düstere Gestalten auf. Und heute geht es aber tatsächlich mal wieder um Mega-Constructs, um den Scareglow. Da gibt es ja mittlerweile zwei verschiedene Versionen und die schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Zum Schluss gibt es vielleicht aber auch noch eine kleine Überraschung. Von daher solltet ihr durchaus bis zum Ende gucken. Bis gleich. Da haben wir die beiden auch schon. Und wie man sehen kann, ja, die sind natürlich wieder unterschiedlich. Fragt mich jetzt nicht, welche Version was ist, woher das jetzt kommt, dass die unterschiedlich aussehen. Macht Mega-Constructs immer so. Der linke ist aus der Heroes Line. Der ist ja mittlerweile schon so bei 70 bis 100 Euro angelangt, wenn man sich den nochmal irgendwo kaufen will, original verpackt. Und der rechte ist jetzt aus Wave 3, die man im Moment ja nur bei Amazon.com bestellen kann. Und ja, da ich ja jetzt ein paar mehr noch bekommen habe, habe ich mal den ausgepackt und habe dann natürlich noch so ein paar verpackte auch für mich behalten. Ja, schauen wir uns die nochmal ein bisschen an, von der Seite so. Ja, alles schön bedruckt. Das Cape ist hier so schön, so ein lila. Die helle Bade ist auch ganz nett. Die Augen von ihm hier, die wirken auch ein bisschen bedrohlicher. Also, ja. Gefällt mir eigentlich so schon ganz gut. Eigentlich sogar etwas besser als der nachfolgende hier. Das ist jetzt der aus der Wave 4. Und da muss man ja nun auch sagen, ja, im Prinzip von der Figur ähnlich. Gut, das Cape und die Stiefel und so, das ist natürlich jetzt ja, so ein bläuliches Lila oder dunkles Blau. Die helle Bade ist da auch heller. Die Bemalung ist aber fast gleich, wobei man hier sagen muss, die Augen sind hier nicht so schön und der Mund. Das ist aber ein bisschen unterschiedlich, weil die ja teilweise auch handbemalt sind. Ja, was kann man? Die sind natürlich alle voll beweglich. Kann man sich ja so super zum Posen oder für so kleine, ja, was sage ich mal, hier so Stop-Motion-Videos, wie es Bricks in the Box gerne macht, kann man dafür super nehmen. Verlinke ich euch auch nochmal so ein bisschen nachher in den, oben in der Linkbox da. Dann könnt ihr da auch mal bei ihm schauen, bei dem Micha. Der macht ja mal ganz süße und schöne Videos zum Angucken. Schaue ich jedenfalls immer super gerne. Auch natürlich leuchten beide im Dunkeln, so wie die echte Masters of the Universe Figur damals. Die zuerst erschienen ist auch, so als auch jetzt die nachfolgenden Versionen von ihm. Gibt da ja mittlerweile von den verschiedensten Herstellern ganz tolle Sachen. Aber ich finde die Mega-Constructs-Sachen eigentlich vollkommen ausreichend. Ja, schauen wir uns noch mal kurz die Verpackung an. Die habe ich ja natürlich auch beide noch da. Gut, das ist jetzt der Scareglow aus der Heroes Line. Ja, vom Artwork her stellt natürlich die Figur so ein bisschen im Vordergrund. Ist bei den Heroes Line Sachen auch sinnvoll, weil da geht es tatsächlich um Figuren und nicht um eine Serie. Das Masters Logo ist auch noch dieses alte, was auch beim Wind Raider und bei Castle Grayskull noch zum Einsatz gekommen ist, als auch bei den anderen Figuren aus der Heroes Line. Ja, ansonsten nicht spektakulär. Oben steht natürlich noch, dass er im Dunkeln leuchtet. Was man natürlich auch noch immer schön sehen kann hier, der Stand ist natürlich zum Zusammenbauen. Sieht man hier auch so ein bisschen an der Seite. Und was bei der Heroes Line auch immer noch war, früher zumindest, die Rückseite war auch schön bedruckt. Und man sieht auch oben noch den Stratos. Und noch ein Ninja Turtle und noch so ein paar Sachen aus der Aliens Line und Akte X. Ja, also das haben sie leider dann später ja nicht mehr dann so gemacht. Wahrscheinlich so aus Kostengründen. Und ja, die Karte ist natürlich auch noch ein bisschen dicker, also stabiler. Das hat schon so seine Vorteile. Gut, schauen wir uns nochmal den anderen dann an daneben. Und
Das ist jetzt der neue verpackt aus der Wave 3, der Scareglow. Ja, wie man sehen kann, schon durchaus anders. Ja, ein bisschen anders dargestellt, so die Figur, das Logo ist neu. Das ist halt tatsächlich angelehnt an die Masters-Figuren von früher. Sah das ja auch immer so aus. Ne? Ja, der Stand hier natürlich auch ein Teil, nicht so zum Zusammenbauen wie bei dem anderen. Und die Rückseite, ja, leider nur noch so ein bisschen Pappe. Ist auch ein bisschen dünner. Ja, muss man halt sehen. Ne? So, und jetzt machen wir nochmal gleich einen großen Shot und dann schauen wir mal, wie gut die dann im Dunkeln leuchten. So, dann mache ich jetzt gleich mal das Licht aus und dann schauen wir mal, wie gut die im Dunkeln leuchten. Na, das ist doch super. Ja, wie man sehen kann, der alte Scareglow, der leuchtet tatsächlich wesentlich heller als der neue. Ja, ansonsten sieht man hier noch so die anderen Sachen da so ein bisschen. Na gut, das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, das Halloween-Special hat euch so ein bisschen gefallen. War jetzt nichts Weltbewegendes, aber na gut, dem Tag halt geschuldet. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.